So, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Songs of a Hero. Ich habe beim letzten Mal ja das Problem gehabt, dass mir der Stream eher abgebrochen ist, also ungefähr 20 Minuten fehlen. Und dabei wollte ich es jetzt nicht belassen und deswegen springen wir nochmal in dieses Level hinein. Nee, nicht in das Dorf. Schon falsch. Sondern in tatsächlich den letzten Teil des Schlosses. Denn hier gibt es noch so ein paar interessante Momente, die also jetzt nicht zwingend mit dem Schloss zu tun haben, sondern eher mit der Art und Weise, wie ein Endgegner präsentiert wird. Und das würde ich ganz gern zeigen. Ja, also das heißt, wir spielen nochmal genau bis zu diesem Punkt. In the castle and I am confident that I can rescue the princess from her predicament. I look at the sky and I wonder how it might become noon again. I think we just skip the night. By now I'm pretty certain my eyes are playing tricks on me. Is that a filthy snake in soldier's armor that I see? I am going through the back quite unexpectedly. I thought after the bridge the main gate was what I would see. Look, another item that some enemy left here. I simply can't help but find this really weird. I can tell this is a very big castle. Genau, ich würde jetzt dann doch mal die ein oder andere Route noch zusätzlich nehmen. I will slay monsters galore. Meanwhile, I see a ladder up ahead. There's a snake garden. Obwohl es an und für sich, nee, es ist eigentlich, es ist egal. I can tackle this challenge, I have no problem. Das heißt, wir suchen jetzt mal den schnellsten, kürzesten Weg. Durch das Schloss. I will have to go through this with agility. Und vielleicht, wenn ich gut gelaunt bin, gehen wir auch noch in die Welt danach. So much higher than a cliff. I just avoid looking up so my neck doesn't get stiff. All these blocks appear to be part of a bigger machine. Genau, mit den Emblemen, drei davon entsprechen einem Versuch, einem Leben. I don't have a choice but climb towards the sky. When it comes to fighting, I'm as good as you can find. But I did not sign up for climbing ladders all the time. This place is so tall, I am struck by vertigo. Can't reach the top no matter how far I go. Made it up to here, but the block now seems to go down. Nein. If my effort was in vain, I'll have no choice but to frown. If all this climbing extends beyond here, then I'm pretty sure I will leave the atmosphere. I don't know what lies on the other side. Es lohnt sich wirklich, die Texte durchzuhören. Es gibt auch den ein oder anderen Videokanal auf YouTube, in dem die Lieder tatsächlich zusammengestellt sind. Aber tatsächlich es ist freilich so, dass nur das Selbst eingespielte, das gute Selbst eingespielte ist. Und deswegen mache ich das hier tatsächlich auch. Um daraus dann Videoschnipsel für die Vorlesung zu ziehen. Also vielleicht um auch mal eins ganz klar zu machen. Wir haben in der Linguistik oder generell in der Akademie sehr gern das Phänomen, dass Gegenstände beschrieben werden, die
rein aus einer beobachteten Perspektive. Gegenstand von akademischer Forschung und Lehre werden. Und davon halte ich nicht allzu viel. Ja, also es ist schon sinnvoll, wenn man sich mit bestimmten Gegenständen selbst beschäftigt, um einfach auch zu wissen, worüber man spricht. Also was Sinn und Zweck und Gegenstand der Auseinandersetzung mit einem spezifischen Gegenstand ist. Und hier ist es eben tatsächlich so, jetzt kommen wir zum Boss. Ganz kurz. Wir hören es schon zischen. Und da die Beobachtungen, die man macht, mit dem eigenen Spielverhalten eben doch zusammengehen und auch mal Präferenzen hat für bestimmte Inhalte oder eben nicht. Das, was ich jetzt hier... So. Vielleicht ganz kurz. Das, was wir hier natürlich sehen, ist ein typischer Abschluss in einem Videospiel, nämlich dass ein Endgegner besiegt wird am Schluss einer Stage. Das haben wir gesehen bei Castle of Illusion. Das haben wir gesehen bei Wonderboy in Monsterland. Und jetzt freilich auch hier in Songs of a Hero. Es ist mehr oder weniger, hier sieht man, dass wir haben durch den ersten Angriff ein Viertel der Lebensenergie der Schlange, der Cobra, Queen Cobra abgezogen. Und sind jetzt mehr oder weniger bei der Hälfte, das heißt haben die Hälfte der Lebensenergie und sie wechselt jetzt quasi die Farbe von grün nach rot, folgt also dem Farbgebungsschema der kleineren Schlangen in der Welt und wird selbst auch gefährlich. Also wir müssen sie insgesamt viermal treffen und Achtung, jetzt in dieser zweiten Phase dreimal überschreiten. Weshalb ich diese Spiele dieser Machart ebenfalls so sehr mag, ist, dass sie auf ganz klassische Muster zurückgreifen, wie so eine überschaubare 4 und 3 Zahlen. 3 Zahlen kennen wir natürlich auch aus anderen Kontexten, also wie dem Märchen. Und so, dass wir hier eine Adaptation dieses narrativen Prinzip in ein ludonarratives Prinzip haben. Das wäre faktisch die Übereinstimmung oder Gleichklang zwischen ludischem und narrativem Prinzip. Und wenn das nicht der Fall ist, also ich jetzt zum Beispiel hier 750 Versuche bräuchte, um diesen Endgegner zu besiegen, dann würde man von einer ludonarrativen Dissonanz sprechen. Also eine Nicht-Übereinstimmung von ludischem und narrativem Prinzip. Das ist aber hier nicht gegeben, ja? Achtung, jetzt noch etwas Zentrales. Ja, also das war das Schloss von Queen Cobra. Und tatsächlich ist der Sieg auch. But I just found out that our princess is in another castle. So, und das wiederum ist ein... Jetzt lassen wir noch kurz den Dialog laufen. Viele, viele Gefahren. Ja, ja. So, was man hier beobachten kann, ist natürlich, also das Muster, das dahinter liegt, und das kennen wir auch. Narrativ, das ist das der Odyssee, das heißt der Aufschichtung von Gefahren. Es reicht nicht, dass da 12 Gefahren lauern. Nein, es müssen 18 sein. Nein, es müssen 24 sein. Nein, es müssen 48 sein. Und so weiter und so fort. Und viele der Geschichten, die wir kennen, nicht nur die von Odysseus, funktionieren genau nach diesem Prinzip. Manchmal nochmal mit einer zweiten Wiederholschleife drin, also Exile und Return Strukturen. Meistens spielt die Überquerung eines großen Meeres eine Rolle. Man geht immer in eine andere Welt. Und je deutlicher jetzt man hier in Song of a Hero dieses Muster ausbuchstabiert sieht, umso deutlicher wird es, dass es faktisch nicht narrativ begleitet und auch nicht erklärt.
in Castle of Illusion zum Beispiel, das haben wir uns angeschaut, und Wonderboy in Monsterland vorausgesetzt wird. Ja, also es gehört zu dem präsupponierten Wissen, könnte man sagen, das vorausgesetzt wird, um die Struktur des Spiels zu verstehen. Okay, das ist die Frage, ob das überhaupt nötig ist, um das Spiel zu verstehen. Aber tatsächlich versteht man diese Heldenstruktur, die hier explizit permanent ausgeführt wird, so am besten. So, das ist also ein Ort, in dem wir uns, der erste Ort, in dem wir sind. Ich will das nur mal zeigen, weil das auch beim letzten Mal dann abgebrochen ist. Wir können hier verschiedene Sachen kaufen, Items kaufen, haben aber, wenn ich das richtig sehe, nicht genug Geld für irgendwas davon. Ach doch, wir können so ein Herzteil kaufen. Für den Quickshot fehlt uns Geld. Das wäre das Einzige, was ich jetzt holen würde im Moment. So, gehen wir mal nach draußen. Halt, nach oben drücken. Türen öffnen, immer nach oben drücken. Wer das nicht weiß, ist in solchen Spielen faktisch schon verloren. Den zeige ich mal noch ganz kurz. Der war ganz witzig. Ja. Also eine typische 8-Bit- und 16-Bit-Strategie, hier eine Figur beim Arbeiten zu zeigen. Ohne, dass es so etwas wie einen Arbeitsfortschritt gäbe, aber die ihn am Hämmern zeigt und damit am geschäftig sein. Und was hier lakonisch kommentiert wird mit: Ich weiß eigentlich nicht, warum ich hier rumsitze und hämmere. Ich hämmere hier rum ohne Grund. Wenn ihr Lust habt, schaut mal bei Jediwin auf den YouTube-Kanal, auf einen seiner, ich glaube, angehefteten Shorts. Da geht es um die Frage, wie jemand in Angesichts des Spielers als NPC eine halbe Stunde auf den Amboss drischt. Das Video ist auch viral gegangen bei TikTok. Es ist genau derselbe Mechanismus. Ja? Okay, ich gehe jetzt mal noch in den Jungle Forest, mach das Bild mal ein bisschen größer und würde unseren Helden mal wieder ein bisschen singen lassen. All I know is no one will be a match for me. I've been through some hardship in this journey of mine, but through it all my armor continues to shine. Something in the air just smells a little funky. Oh, just what I needed, I'm being attacked by a monkey that's throwing rocks and thinks it's funny. Ich hasse fliegende Gegner. Die sind nur dafür gemacht worden, um Spielerinnen maximal zu nerven. Aber es gibt Sätzchen. Was ist der Untertitel gerade aus? Versage ich. Kann ich nur hoffen, dass es nicht. Auch ein ganz typisches Setup. Einheit. Ja, also wenn man sich fragte, das haben wir schon bei Castle of Illusion gesehen. Was ist da? Bei Castle of Illusion gesehen. Ohne Wald geht es nicht. Ja, es muss ein Wald sein. There must be a reward at the end of the line, but before I get there, aber ist natürlich auch wiederum ist natürlich auch wieder, folgt auch wieder dem Märchennarrativ. Indem man natürlich bestimmte Kunst ist da. Ach, die habe ich beim letzten Durchgang schon geholt. Ja, das war gemein. In this scary journey, I do what can be done. My feel is my hope. Die Bienen greifen ein bisschen. Wish there was a shortcut, but there's none that I could find. But it is what it is.
nicht. Gibt es nicht hin. Das gut zu teilen. Oh, it's a bee, because it can sting. I love moving my body, I love nature even more. But nothing here feels natural, it shakes me to the core. Oh yeah, das ging weit rum. Ja, okay. Zeig, komm ich da nicht ran? So. Ich wollte schon sagen. Das kann ja gar nicht sein. Ach, zwei gleich. Gut, das wird gut. So many trees, I can't even see the sky. Ja, ich will nämlich noch eins zeigen, was für mich wichtig sein wird in der Vorlesung selbst, jetzt mal ganz unabhängig von der davon, dass ich jetzt hier in dem Spiel weiterkomme oder noch einen Mechanismus zeige, wie oder ein anderes Setup oder Gegner oder andere Lieder, sondern es gibt vielleicht erinnert ihr euch jetzt mit Sicherheit, also diesen Speicherpunkt, an dem man einem NPC begegnete, der geredet hat und sich verhalten hat wie ein NPC. Auch im aktuellen Sinne. Und es gibt's auch nicht. Naja, egal. Ich glaube, jetzt bin ich durch. So, Tonalität ändert sich etwas. Nee. Okay, ist das einzusammeln jetzt? Bringt doch nichts. Also, ich habe davon keine essentiellen Vorteile jetzt. Moment. Ich glaube, das war auch Quatsch, was ich jetzt gerade gemacht habe. Oh, da hatte ich Glück. Muss hier oben rum. Moments like these, it's easy to make a mistake. Ja. Jetzt sind wir so verletzt. Es fällt mir gerade auf, während ich das spiele, dass das Spiel sehr, sehr vertikal ist. Sehr vertikal gestrickt. Oh my. Looks like the scenery has finally changed. So, und hier wiederum der direkte Wechsel. Auch in der Farbgebung der Umgebung. Was wieder kommentiert wird. So. Zwei im Sumpf. Inside this forest I am mired in darkness, but it's alright because I've been training for this. And through this jungle I'm investigating. If there's a dangerous foe sitting somewhere just waiting, you will be a great warrior. Ja, kann niemand so wirklich leiden, Radikalität, also sehe ich aber nicht wo. Ja, um die Moderation kümmere ich mich nachher. Ich lese sie auf jeden Fall mit. Aber the more I move, the closer I am to getting out of here.
One thing I noticed now that's quite impressive. It's that my suit of armor still so clean and reflective. Wait, what is this? Isn't it a abyss? Guess I'll jump over this. Never thought I would ever see a tree with a bottomless pit. It's hard to get over just how strange this world is. I have to admit it's hard keeping track so, of ja, any of this. So eine... And now a fence is here to stop my progress. Ja. I'm getting tall and also quite annoyed in the process. Whenever I see a sign, ja, it's always so clear. There has to be somebody else around here. There's a sign up here. That ja. Ach stimmt, ich habe die Fähigkeit ja schon. Also das heißt, ich kann mich unsichtbar machen. Und das testen wir gleich mal ein bisschen aus. Weil ich jetzt zum Beispiel auch nicht weiß, ob das recovered wird. Sieht aber so aus. So, Achtung. Genau. Love me to surrender, but they have underestimated this contender. And out of nowhere comes something I hate. Well, it's another annoying primate. Every blow that I take can make me one crazy fella. I'm hearing instruments and yet I'm singing a cappella. Why do they harass me? I just wanted to go in peace. And now I'm gonna have to whack another one of these. Enjoying the view is always very neat. But with such dim lights, not to see the world. I'm just gonna go to the stream manager. I've been here a while, maybe I should get busy. Aber super, die Lizenzprobleme, die ich beim letzten Mal hatte, also mit dem Multistreaming von YouTube, die sind jetzt komplett weg. Also das ist Problem ist auch technisch gelöst jetzt. Das finde ich ziemlich cool. Das könnte schlechter laufen. Und everything else coming at me, it's very good at treating my acne. Na, da war ich schon. Ich glaube, da gab es ein Herzteil oder eine so eine Magiekapsel. I'm overwhelmed by all the greenery, but I must focus and not stare at the scenery. Jetzt, Achtung. Nur deswegen. Ach so. Ja, nochmal spiele ich das jetzt nicht. Er wiederholt jetzt faktisch nicht, dass er ihm bekannt vorkommt. Ach, das ist ja ärgerlich. Damit hatte ich jetzt eigentlich gerechnet. Don't wanna be pessimistic, so. I hope it doesn't rain. Cause if it does, it will be quite a pain. I keep my back. Which just started moving like witchcraft. Now I let myself be taken by this current. I live in a moment. This is the right so, path. Aber da wir keine Not haben. My resolve can never und Steam be tatsächlich ja auch keine Platzbeschränkung. I see a sign warning me of danger. So. It's all getting stranger. Yet another raft, the stakes are higher than before. I'm here with no ore, going with the flow. Here's another danger, defying nomenclature. So, it makes me detest Mother Nature. I would surely be so happy if these nasty creatures went to therapy. Ja,
was man vielleicht auch schon merkt, ist, man kann den Liedern gar nicht mehr folgen. Also das heißt, es läuft im Wesentlichen die ganze Zeit im Hintergrund durch und man verpasst natürlich aber auch nichts an essentiellen Inhalten, denn schlussendlich ist es immer eine Reflexion dessen, was gerade passiert. Tis the tragic story of poor old Mr. Raft, who sacrificed himself by falling to his death. Now that I'm on land, I have got to get busy, except the raft may need ja, also das heißt, es ist dann auch nicht in dem Spiel selbst zu erwarten, dass außer der eingeschobenen, als gewissen Weisen der Parenthese oder des Kommentars, einer neuen Szenerie oder neues Gegner, irgendwas noch anderes passiert. Das werden wir dann aber gleich bei dem zweiten Boss sehen. Und da kann ich mich, soweit habe ich nicht gespielt, nicht erinnern, was da genau auf uns zukommt. Ich hoffe nur, dass die selbstlaufenden Sequenzen, das haben wir auch bei Castle of Illusion schon gesehen, jetzt nicht mehr so lange dauern. Ich kann mich ehrlicherweise überhaupt nicht dran erinnern. Wie lange das hier lief. Und jetzt mal gerade mein Mikrofon abgeschmiert. Ah, dann probieren wir es nochmal. Also überlegt euch gut, ob ihr ein Tischstativ von Manfrotto kauft. Das hier hat es gerade nachgegeben. Aber prinzipiell ist es ein gutes Mikrofon. Im Übrigen benutze ich hier ein Rode USB. Ich stelle mich an. Also, im Übrigen benutze ich hier eine Rode USB Mini, das wirklich eine ganz erstaunliche Qualität hat für den Preis. Also, es ist für relativ schmales Geld zu haben. Ist sehr gut transportabel und ja. Und mein Steam Deck hängt hier an einem USB Adapter von mit HDMI-Ausgang und drei USB-Anschlüssen. Und ihr seht, es funktioniert reibungslos. Ne? Also von hier aus könnte ich das an jedem anderen Gerät auch anhängen. Und ohne Kommentar. Genau. Eingespeist wird das Signal nicht über eine Videoschnittstelle oder irgendwas anderes oder Video-Hardware, sondern über einen Cam-Link, HDMI-Link, wo ich theoretisch ein 4K-Signal abgreifen könnte, was ich nicht zur Verfügung habe. Und der USB-Adapter ist von Ukraine. Ja, also es ist jetzt kein Geheimnis. Und kann ich unbedingt empfehlen. Also, alles in der Reihe. Und die Kamera ist eine UBS-Bot Tiny, die normalerweise auch auf Bewegung reagieren würde. Das brauche ich jetzt nicht. Aber ich benutze sie auch zum Arbeiten. Insofern ist das schon ganz gut. So. So viel mal zur Technik. So, also ist wieder Tag. Oh, look how great this contraption is. It might be the best thing I have ever known. Finally, a monkey that I come across that helps me out instead of throwing stones. These monkeys just won't leave me alone. I mean, meow like a swarm ready to attack. Throwing many stones at poor me. I'll find a way to hit them right back. What's up with these houses with giant doors? They all seem to appear all over the place. I better not let myself in. This could go wrong in so many ways. So, also es verändert sich auch ein bisschen die Szenerie. Wir kommen aus dem Sumpf in eine etwas freundliche Umgebung. As soon as I catch my breath, I see a foe that isn't quite like the rest. I believe he's not here to make friends. This grumpy ape will be quite a test. As I walk through his jungle, I see land that turns out to have something against me. While I only have one thing to say, I'm gonna bring nature to its knees. Throughout this quest, I do wonder whether I'll be victorious in the end. There is not much room for blunders. I hope that destiny is my friend. Weil es hier um nichts geht, versuche ich mal so schnell wie möglich durchzukommen.
look around, because if I behave otherwise, I'll fall and I don't think I will survive. I can't wait to touch the ground again. Gut, unglaublich gut gefallen hat, kann ich spielen, when I jump on branches with my feet, they will break and then come back in a beat. I barely got here and that's what I got. More enemies that try to take me on. Nasty gorillas, I'll make was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Spiele tatsächlich, oder dass die Musik tatsächlich der jeweiligen Situation angepasst wird. Also wir auch ganz unterschiedliche. Ganz unterschiedliche Stile haben. Oder Rutschbahn. Kennt man aus Sonic? Mag ich überhaupt nicht. So mit eingeschränkten Steuerungsmöglichkeiten noch. Ah, das ist faktisch fast Zielsuchung. I'm finding my way through this. All I hear is my own voice. I'm simply not scared at all. Giving up simply not a choice. I fell all the way and I know that wieso I'll have to zu? Climb it all over again. I guess I have to be more careful with the way I traverse this terrain. Da greift nicht die Liane. All this water that arrives up here, where's it from, where does it go? I'm like questioning everything. Ach. The more I ask, the more I know. Someone put das a stupid grid right here. I'll be crossing it. Keine Liane zum Greifen, sondern die hält nur die. I wonder if this is the plan. Well, I think I'll be alright. In order to complete habe ich mich versucht, am Hintergrund festzuhalten. Auch nicht schlecht. Und da war ich, glaube ich, nee. Gut. Eieiei. So, mal schauen, wie das Ganze auf Steam aussieht. Okay. Ja, Latenz gefällt mir gut. So kann es bleiben. Ach, du große Güte. Da kann ich überhaupt nicht dran machen. Aber oben drunter stellen ist schon mal gut. Er wirft dreimal. So schön, jetzt fallen Blätter nach unten. Okay. Ach nee, ich bin ja, kann mich ja unsichtbar machen. Oh. Ah. So war das. Okay, also ich muss ihn anlocken. Und dabei ein bisschen darauf achten, eieiei, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Krass. Okay, aber das haben wir, das war irgendwie intuitiv noch drin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt mit dem Laser. Hey. Okay. Zwei Quatsch, hey. Ja, aber das Muster bleibt gleich. Also viermal treffen, also viermal angreifen. Faktisch wie bei der Queen Cobra. Und für seine Angriffsmuster ist die Dreizahl nicht so ganz unentscheidend. Mal sehen. Okay. Also wenn man sich an diesen Unsichtbarkeits-Move erinnert, dann hat man gute Chancen,
den Kampf schnell für sich zu entscheiden. Ja? Als. Ach, so weit habe ich hier noch nie gespielt. Hat er den Baum durchgesäbelt mit seinem Laserblick. Na super. I think there's someone lesser than him. I'm scared of what might happen. One roll could spell the end of me. Or maybe the end of all men. In a minute. We're not alone. Ja, super. Es geht in den Vulkan. Das sind so die stereotypen Setpieces, ja? Also wir sind erst in einer Burg, dann in einem Wald, dann in einem Vulkan, jetzt kommt die Wüste, da kommt wahrscheinlich noch das Eis, Eislevel. Aber wir schauen mal schnell hier nach dem Einkauf. Ja. Und dagegen war Castle of Illusion sehr erfrischend. Muss man ehrlich sagen. Gibt es hier irgendwas Neues? Da hämmert immer noch. Das ist das größte Elend in solchen Spielen. Dass man, wenn man nicht weiter weiß, alles nochmal ablaufen muss. Aber wir kaufen jetzt erstmal den Schnellschuss mit dem Fireball. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Ja, okay. Na, hatte ich doch schon. Gut. So. Okay. Haha, der reimt sogar. Okay, was hat er hier? Though I may be mistaken, I think that I heard it from you. I believe that you... Ey, sagt mal, habt ihr nichts anderes zu tun, als solches Zeug zu kommentieren, ey. Ich mag keine dunklen Passagen im Spiel. Ich sag das auch. It won't stop me from fulfilling my fame. I have found a slimy and disgusting enemy. It's the strangest thing you ever seen. Und Fledermäuse. Na gut, das war, dass wir das jetzt nochmal gesehen haben, nach diesem verzweifelten Versuch in Wonderland. Freut mich schon fast. Ich müsste den mal anzünden. Geht nicht. Fledermaus. So. Ey, das war nicht fair. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, ne? Das war dumm. Dies war leider sehr dumm. Das war jetzt wirklich nur ein Versuch, das mal zu testen. Vielleicht habe ich schon eine verpasst. Ich glaube, ich weiß auch, wo sie liegt. Aber ob ich das jetzt wirklich sehr lange weiterspiele, weiß ich nicht. So dunkel wie es hier ist. Just how
muss irgendwie an Donkey Kong 64 denken. An Donkey Kong 64 denken. Ah, hier ist selbst Spinnen. Auch da hat alles immer in Caves so geleuchtet. So, ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. Der verträgt nicht viel. Nicht, dass ich hier in den Kreis geschickt werde. Das sind so Strukturen mit, ich habe hier mal eine Tür und dann habe ich noch eine Tür. Dann noch eine Tür. Und man irgendwann denkt, ja, den Felsen kenne ich doch. Mann, ey. Mann. Achso, die Plattform hat sich wieder hergestellt, das habe ich nicht gesehen. Das ist das, worüber man sich immer noch am meisten freut. Das werden wir schon. Was ist das denn? Ey, das ist wirklich kein Sarg oder sowas. Ah, nee, ich erinnere mich. Man muss jetzt hier stundenlang rumlaufen und irgendwelche Schilder anmachen und irgendwelche Schalter umlegen. Das müssen wir jetzt, muss jetzt mal schnell gucken, ob das die Stelle ist, dann breche ich das hier ab. Weil das tatsächlich. Oder verwechsel ich das mit einem anderen Spiel? Ach, das sind die Schalter. Ne, das verwechsel ich dann mit einem anderen Spiel. Ich weiß gerade nicht mehr welche. Das sind die Schalter für die Lichter. Ich hoffe, die haben kein Zeitlimit. Das ist wieder so die. Renne alle Schalter ab in 3,275 Sekunden. Ne, das sieht gut aus. So, jetzt machen wir noch das vierte Licht an. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. Jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Ich überlege gerade noch ein bisschen, was ich mache. Ob ich hier noch ein bisschen weiter spiele. Ja, und ich kann nicht tauchen, oder? Nee. Aber wir haben nicht sowas wie
kontinuierlichen Schadenszauber. Ne? Ich kann die Geister nur in Brand stecken. Wahrscheinlich dann mehrfach treffen. Das ist ja ein Quatsch. Das ist eine ganz typische Unfallstruktur, ja, also Gegner von oben, Gegner von unten, dann Wasser und dann noch einen, den ich nicht mit der Fernwaffe besiegen kann. So. Ich würde mal sagen, der Fisch, der da unten schwimmt, ist auch nicht so ungefährlich. Dreimal muss ich diese Spinne treffen. Ein Aal. Wenn ich gerade müsste, führt der Strom. Ach, dem ist aber auch alles egal. Ja, genau, okay. Also, er bestätigt schon den Elektrofisch. Das gibt's doch nicht. So. Nein. Ach, das gibt's auch nicht. Das ist natürlich schön, ne? Also wenn man über die Spielfigur praktisch vorgewarnt wird über bestimmte Fallen oder so etwas. Jetzt muss er erst sein Lied noch fertig singen. Das hatte ich auch noch nicht. Irgendwann die Spezialfähigkeit. Ist nur konsequent. Ah, super. Also ein bisschen aufpassen hier. Ich habe gerade gesehen, dass hier eine Wasserblase tatsächlich. Aber hier. Das ist wichtig. Bei den Stacheln muss ich wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Da habe ich, glaube ich, gerade schon. Hat sie verloren, wenn ich mich alles täuscht. Oh, nein. Das ist das, was mir gerade noch fehlt. Mal sehen, ob ich hier überhaupt Teile durchkomme. Weil entweder wird mir die Luft fehlen. Gut, der rennt nicht. Kommen wir drin vorbei. Luft passt. Wenn es mal ein Herz geben würde. Das Schwert kann ich nicht benutzen. Hui. Gut. Leider diesen einen Weg nicht gegangen. Jetzt ist es noch dunkel. Also es sind echt alle Dinge, die man nicht gern hat. Und
down here without these bubbles of air. I can tell you it would be hard to bear. I guess I will try singing again. Jetzt haben wir tatsächlich keine Luft mehr. I try super hard to hold my breath. Still I feel like I'm approaching death. Is it getting brighter here? There's no doubt. All I want is to get out. Oh, finally, it is firm, let I see. Now I really must check my surfer and he runs to for swim is so fearlessly. Also wenn mich das Spiel schon so herzlich dazu einlädt, dass ich das Schild... benutzen kann. Aber nicht gut. Hier geht's hoch. Das erste Mal, dass ich mit diesem Element wirklich zu tun hatte und auch zu kämpfen hatte, um das mal zu sagen. Das war Sonic 1. Der Unterwasserlevel mit den Wasserblasen, mit den Sauerstoffblasen. Eine furchtbare Idee. Sowas tatsächlich in dem Spiel umzubringen. Einfach deswegen, weil es. Und dann Stacheln, die von Wänden abstehen. Also zumindest der das Spiel gemacht hat, weiß genau, was er früher oder sie früher für Spiele gespielt hat. Das ist genau solches Zeug, ja. Unter Wasserlevel keine Luft und dann noch irgendwelche Wirbel und Spitzen. Und überall fliegt man rein, wenn man den Weg nicht gelernt hat. Sondern treibt die Spieler dann so lange zur Weißglut, bis sie eigentlich aufgeben. So, ich will hier raus. So. Endlich. Ja, genau das ist es. Also die wenigsten Leute, die ich kenne, lieben Unterwasserwelten. Also die meisten hassen sie abgrundtief. Und man fragt sich wirklich, warum muss das immer noch in Spielen implementiert werden, ja? Also wozu? Ich finde das Schwappen ein bisschen schwach. Jetzt werden es auch zu viele geben. Every step I take in here is harder than the last, and I feel like roasted meat. It's no illusion, it's just heat. So, also ich glaube, das Prinzip ist verstanden, das Spielprinzip. Und ganz unabhängig davon, da wir jetzt im Vulkan sind und bestimmt gegen einen Drachen kämpfen, ist es so, dass wir danach in die Wüste gehen. Und ich eben aber leider keinen aktuellen Spielstand habe, um vor allem immer noch ein bisschen enttäuschend. Damit bin ich jetzt Bergsturz also ein, sozusagen. Das ist nicht so ganz unraffiniert. Muss ich sagen. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber es sieht man nicht so oft im Spiel. Aber da ist so ein Typ. Mal sehen, ob der mit mir redet.
Tochter. Das nehmen wir noch mit. Jetzt muss er sein Lied doch zu Ende singen. Seine Tore. Das muss ich unbedingt in die Vorlesung rein. This volcano is like hell. Gotta leave before I begin to smell. Das muss ich noch beschimpfen. Ja. Aber das ist gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Inklusive der Gegner, die herkommen. Okay, gut. Ich würde mal sagen, damit lassen wir Songs of a Hero Songs of a Hero sein. Wie man deutlich gesehen hat, ist es so, dass wir hier ein Spiel vor uns sehen, das tatsächlich diese ganzen Elemente der Jump'n'Runs und auch dieser ersten Adventures, also was wie Wonderboy und Monsterland, ideal verbindet und das Heldennarrativ, das dort nur angedeutet ist, also das dort implizit bleibt, das wir aus allen Erzählungen kennen, aus Märchen kennen, der Irrfahrt des Odysseus kennen, hier auserzählt und permanent aber die Spezifika des Videospiels, also die ludischen Elemente reflektiert. Also sowas wie, gehe immer von links nach rechts. Wenn ich die Waffe wechsle oder die Blickrichtung wechsle, bin ich nicht mehr Rechtshänder, sondern Linkshänder. Der die Gegner kommentiert, die Ortswechsel, die Szenenwechsel, die Stufenstruktur eines Heldennarrativs. Also es ist genau das Gegenteil. Und man könnte diese Erzählung, die jetzt hier entsteht, also durch das Singen von Liedern des Helden, sieht man auch, dass das ludisch ein bisschen klappert. Wenn nämlich er seine Strophe noch nicht zu Ende gesungen hat, kann man nichts tun als Spieler. Also sind die Eingaben nicht möglich. Und was man aber sehen kann, ist, dass natürlich diese Reflexion über die Narration, die man gerade durchspielt, genauso auch auf alle anderen Heldengeschichten adaptierbar sind, die eben narrativ ausgeformt werden. Okay. Das soll es für heute gewesen sein und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal, ich schaue mal ganz kurz auf die Latenz, das passt super. Also jetzt scheint hier wirklich alles gut zu laufen mit diesem Setup jetzt über OBS und dass wir dann einfach beim nächsten Mal auf ein anderes Thema schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches ich nehme, das muss erst ein bisschen wachsen, aber Sprache und Held, der Spiel war jetzt erstmal so der erste Teil, aus dem ich mich dann für die Vorlesung bedienen werde. Also bis dahin, wer zugeschaut hat, danke dafür. Wer kommentiert hat, auch danke. Was auch immer, passt mal mehr und mal weniger. Ich muss mal rauskriegen, wie ich den Chat moderiere. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald. Ich kündige den nächsten Stream, glaube ich, aber per Schedule an. Entweder über Google Kalender oder über Schedule am Mobiltelefon. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, warum das Scheduling über das Handy anders funktioniert als am PC. Aber es ist halt Twitch. Ich muss es halt erst lernen. Aber bis dahin, ich kündige es an. Macht's gut. Ciao.